Die Corona-Krise bringt mit sich, dass wir im internationalen Referat des ÖGB von zu Hause aus arbeiten. Das sieht uns dank moderner Kommunikationstechniken allerdings keineswegs weiterhin international vernetzt zu sein. Wenn alles klappt, bin ich nun mit Karoly György in Budapest verbunden, dem internationalen Sekretär des größten ungarischen Gewerkschaftsdachverbandes MAS. Lieber Karoly, wie geht's dir? Schöne Grüße, solidarische Grüße aus Wien. Vielen Dank. Ich wünsche auch beste Grüße an alle meine Kolleginnen in ÖGB und in Österreich. Wir sind seit 2 Wochen in Homeoffice-Mode geschaltet. Wir arbeiten alle von zu Hause aus. Man darf auch nicht unendlich sich bewegen auf die öffentlichen Plätzen. Also wir versuchen alles von zu Hause per Internet zu tun, per Telefon. Es gibt viel zu tun. Überall in Europa haben wir gesehen, dass die Arbeitnehmer mehr und mehr entlassen sind. Die Wirtschaftskrise ist schon angefangen. Ich befürchte, dass eine gewisse soziale Krise sehr schnell kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Und wir arbeiten international eng zusammen. Und es ist nötig, weil viele Maßnahmen, die die Regierungen machen, viele Maßnahmen, die gefordert sind von den Gewerkschaften, sind gute Ideen für uns und wir lernen jetzt viel voneinander. Jetzt hat am Montag das Parlament in Budapest mit deutlicher Mehrheit ein Notstandsgesetz verabschiedet, das den Premier Viktor Orban und seine Partei aufgrund der Corona-Krise ermächtigt, mit Dekreten zu regieren. Wie sind da die Auswirkungen dieser diktatorischen Maßnahmen auf die Bevölkerung? Und siehst du da eine Gefahr für die ungarische Gewerkschaftsbewegung? Also dieser Notstandgesetz ist jetzt der zweite Beschluss, weil laut ungarischer Verfassung ein Notstandgesetz kann nur für 15 Tage erlangt. Und diese 15 Tage waren vorbei, schon letzte Wochenende. Ich glaube, dass Notstandsregeln, gesetzlich oder nicht, ist wirklich nötig. Wir leben jetzt in einer Art Ausnahmezustand überall in der Welt. Und deshalb muss man bestimmte Regeln in Fragezeichen oder in Klammern bringen, obwohl die Frage ist, wie weit und für wie lange. Und der gestrige Beschluss der ungarischen Parlament, der Regierungsparteien Mehrheit, Zweidrittel Mehrheit, hat ein Notstandgesetz angenommen, das ohne Ende ist. Kein konkretes Datum, wie lange das sein sollte. Der ungarische Parlaments-Oppositionsparteien alle hatten dafür plädiert, dass es sollte 90 Tage sein und dann 90 Tage wieder zurückzukommen. Für die Gewerkschaften, was das bedeutet. Nach dem ersten Notstandgesetz vor 3 Wochen kam der erste Maßnahmenpaket von der Regierung, wo der fünfte Punkt wurde so vorgebracht mit dem Argument, dass die Änderungen der Arbeitsgesetzbuch nötig sind, weil die Arbeitsregeln sollten flexibler gemacht sein, damit sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer leichter einigen können. Und dieser Satz heißt, dass der Arbeitsgesetz ist praktisch an der Seite geschoben. Und alle Macht ist bei den Arbeitgebern. Und natürlich, das ist total unakzeptabel. Und wenn der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten sich miteinander einigen, unter sich zu zweit, das bedeutet, alle Kollektivverträge aus der Kraft gesetzt sind. Und natürlich, das ist gefährlich.
zurück zu den Wurzeln eigentlich dieser Entwicklung, die Coronavirus-Epidemie. Wie ist die derzeitige Situation in Ungarn jetzt auch für die Bevölkerung? Bei einem großen Teil der Bevölkerung besteht ein Mangel von Vertrauen an der Macht. Mangel der Vertrauen, weil die Kommunikation ist nicht genügend, das sagen viele, auch Gewerkschaftlerinnen. Obwohl ich muss sagen, dass in unserem Gewerkschaftsbund die Mitglieder genauso sind wie die ganze Gesellschaft. Wir als Gewerkschaften versuchen, die Interesse und die Gedanken unserer Mitglieder an die Entscheidungsträger weiterleiten. Leider hatten wir bis jetzt keine Möglichkeit, in einen ordentlichen Sozialdialog einzutreten. In den letzten 4 Wochen es gab überhaupt keinen Sozialdialog. Die Regierung hat weder Arbeitnehmern, weder Arbeitgebern in die Vorbereitung von Entscheidungen einbezogen. Und wir fordern, dass wir derjenigen, die vor Ort sind, sollten und können mit unseren Erfahrungen oder Informationen dazu beitragen, dass die Entscheidungen und die Maßnahmen korrekt sind. Gibt es jetzt in dieser Krise auch so etwas wie ein Kurzarbeitszeitmodell, wie es in Österreich Nehmer und Arbeitgeber verhandelt haben, also die Sozialpartner verhandelt haben? Leider nicht. Deshalb rufen wir auf geeignete Maßnahmen, dass nicht nur der Wirtschaft verteidigt oder versucht zu verteidigen oder die Probleme zu mindern, sondern auch die Existenz von der Arbeitnehmern und ihren Familien. Es sind beide wichtig. Existenz und Auferhaltung der Weg. Weil ich glaube, alle reden jetzt hauptsächlich über Gesundheit als Nummer 1, korrekt. Wirtschaft auch korrekt. Aber man muss sozial denken. Und Wirtschaftsprobleme führen sehr schnell zu sozialer Krise. Zehntausende von Arbeitern verlieren. Der Regierungssprecher hat letzte Woche angewiesen, dass der ungarische Regierung erwartet 100.000 Arbeitslosen. Und er hat dazu gefügt, Frage ist, wie viele Hunderttausende? Also irgendwo alle sehen ein zukünftige soziale Katastrophe, wenn es so geht. Und wir müssen dazu uns vorbereiten. Deshalb fordern wir ganz konkrete Maßnahmen. Man, viele sagen ja auch, man wird vielleicht auch aus dieser Krise etwas lernen können. In Österreich unter anderem, dass man das staatliche Gesundheitswesen setzen muss, dass es die Sozialwirtschaft weiterhin gibt und dass die Gutungen erarbeiten kann. Wie siehst du das? Gibt es auch einen Hoffnungsschimmer in Ungarn, dass man aus dieser Krise auch als Gewerkschaftsbewegung gestärkt herausgehen kann? Also ich hoffe nur, dass ein gewisse menschliche Nachdenken kommt und es wird von Politikern und Entscheidungsträgern auch über die Menschen gedacht. Vieles ist geredet über die Menschen, dass die Familien verteidigt sein sollten. Aber dazu braucht man konkrete. Ja. Dementsprechend ist unsere Arbeit, die wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sowohl
auf Landes- oder auf nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene machen, weiterhin sehr wichtig, auch wenn wir hier im Homeoffice sind und für manche vielleicht isoliert sind. Aber wir haben jetzt auch mit diesem Gespräch gezeigt, dass wir uns vernetzen können und auf allen Ebenen miteinander kommunizieren können. Lieber Karoy, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch und wünsche dir schöne Grüße nach Budapest und natürlich alles Gute und Gesundheit dir, deiner Familie und natürlich auch allen Kolleginnen und Kollegen in der ungarischen Gewerkschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, ich möchte das auch bedanken und ich würde an alle österreichische Kolleginnen alle beste Grüße schicken aus Ungarn. Und ich mit der Hoffnung, dass wir nach der Krise auch viel enger zusammenarbeiten, weil ich bin sicher, dass überall in Europa nicht nur Arbeitnehmerinteressenverbände, aber auch, und vielleicht das ist eine große Hoffnung, Arbeitgebern und Regierungen und der europäischen Institutionen dazu kommen, dass viele Probleme können wir zusammen solidarisch miteinander leichter lösen. Und das müssen wir. Vielen Dank und nochmal schöne Grüße nach Budapest.